Gut, dass ihr mich und den kleinen Jungen nicht ganz allein in dem dunklen, tiefen, gefährlichen Wald lasst. Weiter geht es bei Limbo, Part 3. Wie kommen wir hier weiter? Ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Im letzten Part sind wir gestorben, weil ich... Ja, weil ich eigentlich hier normal auf den Boden gesprungen bin. Eigentlich kann es nur eine Lösung geben. Ich muss da drauf. Ja, und da passiert nichts. Links und rechts von mir sterbe ich. Aber da passiert nichts. Gut. Oh, halt. Gleich nochmal. Das war ziemlich knapp. Warte, jetzt ist... Ich wollte es sagen, jetzt ist es nämlich genau andersrum. Ich hab's mir gedacht, Mann. Das ist doch echt klar gewesen, oder? Jetzt stirbt man nämlich, wenn man da drauf springt und hier... Hä? Ach so, nee. Moment. Haben sie mich jetzt wieder beim ersten rausgelassen? Ja, haben sie. Okay. Sorry. Sorry. Jetzt passiert nämlich links und rechts nichts. Es war so klar. Eieiei. Da oben hängt einer und da vorne ist einer mit Pfeilen beschossen worden. Und er hat sogar noch einen Pfeil im Arsch, glaube ich. Oh oh. Was soll ich tun? Hallo? Seid ihr irre? Nein! Oh. Okay, also das ist jetzt... Das ist jetzt schwierig. Was mache ich denn da? Ah ja, ich denke, ich muss die Jungs zurücklocken. Und dann fallen die nämlich auf ihre eigenen Fallen rein. Kann das sein? Aber das wird nicht leicht. Also erstmal schießen sie so. Da passiert nichts. Dann kommen sie. Und springen auch mit. Ah, okay. Einer stirbt schon beim Sprung. Der andere stirbt da. Und der letzte wird mit Sicherheit hier sterben. Also spring schnell da drauf. Hat er mich jetzt... Er hat mich getroffen. Das darf nicht wahr sein. Ja, Trial and Error, aber... Ja, ich stelle mich jetzt hier ein bisschen angeblich zu. Aber ich bin zu ängstlich. Ich hätte einfach schneller weglaufen müssen. Die verfolgen mich schon. Also, jetzt passiert erstmal nichts. Gut, dann rüber. Kratzt einer ab. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, wo man stirbt und wo nicht. Sprich, auf den Schalter ist Fail. Und hier ist... Das war jetzt zwar die brutale Lösung, aber ich meine, was soll man sonst machen? Die wollten mir Pfeile in den Kopf schießen. Mit solchen Leuten habe ich kein Mitleid. Außerdem schaut mal die arme Sau da an, ey. Vor allem der Pfeil da im Arsch, oder ist das sein Fuß? Keine Ahnung. Das sah jetzt so aus, als wäre das Wasser, aber es ist wohl kein Wasser. Zahnräder? Wieso Zahnräder? Was kann ich mit diesem Waggon machen? Eigentlich kann ich den doch nur da runterschmeißen. Nee, ich kann ihn verschieben. Aber was bringt das denn? Oder ist da was versteckt? Hier unten, Moment. Nee. Aber jetzt auch lange kein Achievement mehr gefunden. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Ich verstehe es noch nicht ganz, was das jetzt hier soll. Aha. Diese Liane muss wahrscheinlich da rein. Ach, das ist keine Liane, das ist was... Ein Gewicht ist das. Damit hebe ich ein Gewicht auf der rechten Seite hoch. Und wenn ich es loslasse, geht es natürlich wieder hoch. Und ich denke, mit diesem Waggon kann ich das irgendwie festmachen oder so. Oder? Doch nicht. Weil den kann ich nicht weiter schieben als hier hin. Was bringt mir dieser verdammte Waggon? Ich check's jetzt gerade nicht. Bin ich jetzt so doof? Aber auch das will man ja als Spieler. Man will ja nicht einfach durch die Spiele durchrushen. Man möchte auch mal sich dumm fühlen, zum Nachdenken angeregt werden. Und das funktioniert definitiv bei diesem Spiel. Ich versuche jetzt mal hier unten durchzugehen. Ich glaube zwar, dass ich dann sterbe, aber ja. Aber ein Versuch war es wert. Vielleicht kommt es hier einfach nur auf Schnelligkeit an. Und
dieser Waggon soll mich abfangen, damit ich von dem Sprung von dort oben hier nach hier unten nämlich nicht abkratze. Das kann sein. Das wäre der einzig sinnvolle Einsatz für diesen Waggon. Sprich, der muss an diese Stelle hin. Was anderes fällt mir da echt nicht ein. Das muss es auch sein, weil das Klettern auf der Leiter, das kostet verdammt viel Zeit. Und so würde es schneller gehen. Doch, da fresse ich einen Besen, wenn das jetzt nicht richtig ist. Komm, komm. Ach so! Oh nein, ich wusste nicht, dass das andere wieder hebt. Das muss ich natürlich auch dann wieder machen. Scheiße. Aber andererseits hat der Waggon auch die Möglichkeit, dass ich vielleicht dann das Seil nochmal greife und mir somit weitere Zeit... Ja, doch. Dann ist es das. Dann schiebe ich ihn an diese Stelle um... ich nenne es jetzt einfach mal Seil. Es ist wahrscheinlich eher eine Kette. Damit ich dieses Seil nochmal greifen kann und mir somit Zeit hole. Weil das geht nach oben. Das andere geht nach oben, wenn ich die andere Liane greife. Aber das ist zeitlich nicht möglich. Es wäre nur möglich, wenn ich... Scheiße. Den Mist von hier unten nochmal aufhalte. Nein, es hat doch geklappt. Aber ich habe mich nicht getraut wegen den Zahnrädern. Fuck, 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 fuck. Mann, wie lange hänge ich denn jetzt hier, ey? Darf doch nicht wahr sein. Jetzt aber. Oh. Damn. Weil den Sprung schafft er noch. Normalerweise stirbt er von der Höhe aus, aber den Sprung schafft er noch. Jetzt habe ich den gleichen Fehler nochmal gemacht. Diesmal lasse ich hier nicht los. Das sieht mir nichts. Gut, 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 gut. Jetzt ist das wieder oben. So, jetzt den Scheiß greifen. Zeit, 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 Zeit und los. Nein, sag mir nicht, dass es zu wenig war. Ich habe wahrscheinlich schon die Schnauze voll, Leute. Ich glaube es euch, aber was soll ich machen? Endverkackt. Ihr könnt ja auch vorspulen. So ist es ja nicht. Ich verstehe immer nicht die Kommentare mit, du hast da lang gebraucht. Oder bei Pokémon, wieso erkundest du die Stadt? Kostet so viel Zeit, langweilt. Ja, schaust halt einfach nicht. Spul halt vor. Die, die es sehen wollen, sollen es sehen. Wo ist das Problem? Das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Oh, danke. Endlich. Hoffentlich ist hier auch irgendwo ein Safe Point. Damit ich, wenn ich jetzt nochmal sterben sollte, nichts passiert. Was ist das? Was war das für ein Viech? Was sind das für Pilze? Sind die böse? Nee. Aber irgendein Zeichen ist es auf jeden Fall. Vor allem das Viech, das da war. Und sonst ist es bestimmt nicht. Oh, ich hab Angst wieder. Und schon wieder dieses Zeug. Was ist das denn? Ich glaube, das ist doch eine Larve oder sowas. Was? Was ist jetzt los? Okay, es muss irgendeine Droge sein. Meine Steuerung ist jetzt verstellt. Sprich, eigentlich genau entgegengesetzt. Ich drücke jetzt nach links und laufe nach rechts. Und wenn ich nach rechts drücke, dann... Ach, könnt ihr mir das wegfressen? Ah, Moment, nee, doch nicht. Ja, wie kann ich ihn wieder nach rechts steuern? Ich kann eigentlich gar nichts wirklich mehr machen. Jetzt geht's wieder. Hey, Freunde, ihr fresst das Zeug doch. Habt ihr Hunger? Hallo, hallo. Dann nicht weiterlaufen, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, wie ich den Typen steuern soll. Er läuft und läuft und läuft und macht und macht und macht. Dem kann man, glaube ich, auch nicht ausweichen. Das ist hier bestimmt, dass man da getroffen wird von dem Scheiß. Ja. Gut. Jetzt muss ich einen Weg finden, wie ich das... Nee. Ich kann die Richtung nur ändern, wenn dieses Zeug da seine Sporen oder was auch immer raussprüht. Das ist jetzt nicht mehr gruselig, das ist crazy. Und hier komme ich eben... dann so weit. Eigentlich müssen mir diese Biester hier helfen. Tun sie aber nicht.
Nein, nicht schieben. Ich drücke nicht mal auf schieben und er macht es trotzdem. Ach, weißt du was? Dann gehen wir halt einfach mal weiter. Oder? Nee, jetzt geht es wieder nicht. Aber ich kann wenigstens abbremsen. Komm schon, geht runter und schnappt das Zeug. Ihr seid so nutzlose Biester. WTF. Okay, dann habe ich jetzt einen anderen Plan. Ich brauche die Kiste, damit die Vögel rankommen. Oder was auch immer das sein soll. Und ich kann schneller laufen und ich kann abbremsen. Ich kann nur nicht die Richtung ändern. So, und ich laufe jetzt mal ganz, ganz schnell zu der Kiste und springe drüber. Weil dann ändert sich meine Richtung und ich kann sie zurückschieben zu diesen... Ja gut, Vögeln sind es jetzt nicht. Was weiß ich für Viecher. Abbremsen, abbremsen, abbremsen. Genau. So. Und das jetzt zu den Viechern. Abbremsen, hoch und jetzt schnappt zu. Ja! Okay. Ich bin ein freier Junge. Aber geschafft ist es noch lange nicht. Dieser Wald ist zunehmend verwirrender. Denn überall sind irgendwelche Bauten. Irgendwas Maschinelles, wo ich nicht wirklich durchblicke. Und das kann ich auch nur zurückschieben. Aber was bringt mir das? Das bringt gar nichts. Vielleicht soll das mir einfach nur zeigen, was ich gleich machen kann. Und das sieht aus wie so ein Knacklion. Aber es ist ein Frosch, oder? Der ist bestimmt böse. Und das Zeug da oben? Hey, Süßer. Der Tschiss. Komm raus. Na komm. Kommt nicht. Also was man jetzt hier von mir will, verstehe ich auch nicht ganz so. Das kann ich doch bestimmt. Ja. Jetzt schnappt er sich das. Ich glaube, ich muss den umbringen. Bleibst du da? Ich brauche Fleisch. Ich habe Hunger. Ach nee, die wollen nicht wirklich, dass ich den armen... Ich kann damit Energie erzeugen. Warum zur Hölle regnet es jetzt? Toll. Jetzt ist alles im Arsch oder was? Was hat mir das jetzt gebracht? Also, eigentlich habe ich damit Energie erzeugt. Dann ist ein Blitz eingeschlagen und jetzt fängt es an zu regnen. Aber was mir das bringt, das ist mir jetzt noch nicht wirklich in den Sinn gekommen. Aha, jetzt kann ich das mit Wasser füllen. Die Frage ist nur, wie komme ich rüber? Ich kann ja nicht schwimmen. Und da ist so eine Klappe, seht ihr die? Ganz rechts. Wie kann ich die denn ausfahren? Ich kann es nicht in die Hand nehmen. Ah, warte mal. Das Wasser geht jetzt auch wieder zurück. Vielleicht brauche ich das gar nicht. Das ist außerdem keine Klappe, das ist ein Seil, damit ich da wieder hochkomme. Ich verstehe schon. Ich muss das in die Mitte tun. Mehr oder weniger. So. So muss man so. Und dann kann ich... Da nehme ich wieder dann hoch. Jetzt ist dieser Holzpfahl in einem besseren, also in einer besseren Position. Mehr mittig. Sodass ich dann darüber kann. Bleibt nur die Frage, habe ich ihn gut platziert? Ja, habe ich. Es geht weiter. Ich hoffe aber doch, dass es bald aufhört zu regnen. Dafür, dass es so stark regnet, hört sich es aber fast schon zu leise an und mein Junge hier läuft auch eigentlich nur in ein paar Pfützen rein. Normalerweise müsste das verdammt nass sein, alles voll, so richtig Fluss irgendwie und ja, ich bin doof. Aber das sieht eher nach Öl aus.
Ja, wieso lässt du los, Junge? Oh Mann. Das war jetzt ein Steuerungsfail. Ich habe eigentlich nach oben gedrückt und er hat das halt als Weitergehen gewertet. Zweimal an dieser Stelle zu sterben, ich glaube, das hat auch noch niemand geschafft. Aber was soll's. Spiel das Spiel, weil es geil ist. Und nicht, weil ich die wenigsten Deaths haben will oder so. Okay. Wieder eine Kiste. Und ich glaube, ich bin jetzt irgendwie in so einem großen Rohr von dieser Maschine gelandet. Nicht mehr in dem Wald. Das kommt mir zumindest so vor. Was macht die Kiste? Fällt da irgendwas runter? Das hört sich an, als wäre hier irgendwo ein Wasserfall, ja? Also, muss ich den verstopfen? Nee, geht nicht. Doch, geht schon. Scheiße. Aber ich kann doch nicht schwimmen, deswegen hatte ich Glück, dass die Kiste da stand. Und mit der komme ich jetzt eben hier hoch. Ach nee, das geht noch weiter? Ach so, ja. Dann ist mir alles klar. Das ist eigentlich ein... Das kann man nicht beim ersten Versuch schaffen, glaube ich. Das ist ein Trial-and-Error-Rätsel. Jetzt sieht man nämlich, wie es funktioniert. Und da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Da muss man erstmal sterben, um es zu kapieren. Und zwar muss das hier auf die Seite. Und die Kiste muss unten drunter. Weil ich brauche die Kiste auf der rechten Seite ja nicht. Da ist ja die Leiter, da kann ich mich dann schon retten. Und mit dieser Kiste komme ich dann eben zu der zweiten Leiter, da oben links hin. Eigentlich ganz einfach, aber man muss einmal sterben, um das sehen zu können. So, anzumachen. Ja, und schnell die Leiter hochkraxeln. Mach schon! Dann eben nochmal. Naja, und seht ihr dieses Rohr da? Das bestätigt meine Annahme noch einmal, dass wir nicht mehr im Wald sind, sondern jetzt schon in der Maschine. Also storymäßig frage ich mich schon, was hier vor sich geht. Aber erfahren wir was? Nein. Wir müssen es rausfinden. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir vielleicht am Ende des Spiels überhaupt wissen, was hier jetzt abgeht. Ich hoffe es einfach mal. Dass wir nicht im Dunkeln gelassen werden, wie es jetzt die ganze Zeit der Fall ist. So. Stellen wir uns mal ein bisschen gerade hin. Da oben sind Stacheln, da kratzen wir ab. Deswegen bitte spring richtig. Ein drittes Mal möchte ich dieses Rätsel nämlich nicht machen. Danke. Und eigentlich ist es jetzt auch schon wieder vorbei für diesen Part. Frage ich mich, was soll das? Führt das irgendwie runter oder so? Geht das Wasser noch höher? Oh, scheiße, es geht noch höher. Deswegen brauche ich diese Kiste hier, um dort hochzukommen. Die Fliegen ignoriere ich jetzt einfach mal. Oh, es geht nicht weiter. Fuck, 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 fuck. Bin ich jetzt mal sicher? Ja, mehr oder weniger. Okay. Jetzt wird's wahrscheinlich richtig crazy. Nächsten Part erfahren wir mehr. Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt noch hören könnt. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Geigeist.